Hallo und herzlich willkommen zurück zu Munich Music and More, der Podcast, in dem wir euch wöchentlich die neuesten Entwicklungen der Münchner Kleinkunstszene vorstellen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir für euch einen kleinen Einblick in das Musiktheater Dovevei, ein Jugendförderprojekt vom Institut Green Voices. Ein Projekt, bei dem Musikbegeisterte aus den verschiedensten künstlerischen Bereichen aufeinandertreffen. Von jung bis alt, Profis und Laien, Jazz trifft auf Klassik. Jeder der Darsteller bringt seine eigenen Erfahrungen mit und jeder kann viel vom anderen lernen. Genauso auch aus der Geschichte des Musicals selbst. Aber worum geht's denn eigentlich? Dovevei, der 80. Geburtstag. Ein Musiktheater in 6 Aufzügen mit Live-Orchestrierung. Wir befinden uns in einem beschaulichen Örtchen inmitten der schönen Toskana. Noch eine Woche bis zur großen Feier von Nonos 80. Geburtstag. Die fünffache Mutter und vielfache Großmutter wird von Bianca, ihrer Enkelin, in ihrer Villa Belvia betreut und umhegt. Diese bereitet akribisch die Festlichkeiten vor. 80 Gäste werden erwartet, darunter alle Kinder und Enkel samt Partnern. Aber viele der geladenen Gäste haben gerade einige schwierige persönliche Probleme zu bewältigen, die einen harmonischen Verlauf der Feier unmöglich erscheinen lassen, und manche versuchen sich daher, aus der Teilnahme an der Feier herauszuwinden. Besonders in der nächsten Verwandtschaft ist allerhand Trubel geboten. Und man sucht entweder Nunus guten Rat oder geht ihr tunlichst aus dem Weg. Die älteste Tochter Jessica erhält eine negative medizinische Prognose, die sie schwer erschüttert. Die dritte Tochter Melange trennt sich nach einem fatalen Streit überstürzt von ihrem Ehemann. Enkel David erlebt erste amoröse Abenteuer in Paris, die ihn völlig aus der Bahn werfen. Der jüngste Sohn Julius verliert sein gesamtes Vermögen und die Enkelin Bianca erweist sich als gar nicht so unbescholten und gut erzogen wie gedacht. Die Feier droht sich in ein Chaos mit unlösbaren menschlichen Konflikten zu entwickeln oder ganz auszufallen. Aber wenn die weise alte Dame keine Lösungen weiß, wer dann? Wie klingt denn nun das Ganze? Wir haben hier einen Höreindruck für euch. Ma dove vai senza l'amore? Dove vai in un posto per me? Dove vai? Do it if you really wanna do it. Do it now. Do it if you really care. Change it. Don't nobody else walks in your shoes can tell you how. Snuggle of a mess and kick to lose it. Paris, ange, mon bonjour. Bonjour, je serai ton image toujours. Quelqu'un qui serait libre cœur toujours. Quelqu'un. Libre toujours, fatale, un bacio fatale. Abbandonarsi fa lo stesso tanto più, la mezzanotte e tu. Fatale, un bacio fatale. Incanto vuole la speranza. There is a reason for the pain and the trouble, testing your strength. No way to turn and the aching feels a double, tempting your will. Don't run the wrong way, house where you don't find it. Don't give in. Ich habe heute hier im Studio Joy C. Green, die Autorin, Komponistin und Produzentin des Musicals Dovevei. Willkommen, Frau Green. Hallo, danke für die Einladung. Was war Ihre Intention mit dem Stück und was wollten Sie damit erreichen? Die Intention grundsätzlich von meiner Musik ist immer, die Menschen aus ihrem Alltag zu befreien, in eine andere Welt zu entführen, die ihnen hoffentlich auch Spaß macht, manchmal auch zum Nachdenken bringt. Auf jeden Fall ihr Leben zu bereichern. Und was war für Sie die größte Herausforderung bei diesem Musical? Erstens mal war es ein sehr großes Cast. Das heißt, ich habe schon mal 19 Darsteller auf der Bühne gehabt, mit Tänzer, mit Chor.
und mit Sprech- und darstellenden Rollen. Die Trio-Songs mussten umgeschrieben werden in orchestrale Form. Wir hatten ein Orchester von 8 Personen, zusätzlich Dirigent. Lange Rede, kurzer Sinn, eine Masse an Menschen, die organisiert werden mussten in den ganzen Proben im Vorfeld und zusammengehalten werden über doch eine längere Probephase. Denn das Schreiben der Songs und der Geschichte war relativ bald abgeschlossen. Aber die ganzen Proben zusammen mit einem sehr großen Cast. Und das hat noch jetzt die Leute inkludiert, die die Bühne bauen müssen, die Kostüme und Maske betreuen müssen, Requisiten herstellen müssen. Also es war ein umfassendes, großes Projekt. Wie viel von Ihrer persönlichen Geschichte steckt denn in diesem Musical? Die Vorgabe der Persona Nunu ist eine tatsächlich existierende Person. Die Mutter meiner Ex-Schwiegermutter, das hört sich komplex an, das ist eine große Familie, die in den Staaten lebt und deren Geschichte sehr viel einfließt. Also Nanny Phillips Lebensgeschichte mit den Kindern und viele Gegebenheiten. Und vor allen Dingen viele Worte und Sätze, die Nunu spricht im Musical, die habe ich in 25 Jahren immer wieder aus dem Mund auch von Nanny gehört, was sehr viel Spaß macht, wenn ich sie dann sagen darf. Eine großartige Frau, die 100 Jahre alt geworden ist, fast. Für wen wurde dieses Musical gemacht? Und wer soll das Musical sehen? Alle Musikliebhaber, Musikinteressierten, alle, die sich für Musical als solches interessieren. Ich glaube, die Geschichte ist umfassend. Es ist eine Familiengeschichte, so wie du und ich sie kennen und wie man sie täglich erlebt, entweder bei sich selber oder beim Nachbarn. Ich glaube, man kann Bezug herstellen. Von Kinder bis zum Rentenalter hatten wir auch alles da im Publikum und wir haben tolles Feedback auch aus allen Altersgruppen bekommen. Insofern würde ich sagen, Eintrittsbeschränkung 0 Jahre. Alle dürfen kommen und alle dürfen es anschauen. Sie haben bereits viele Jahre Bühnenerfahrung. Waren Sie vor der Premiere aufgeregter als sonst? Vor Dovevai vielleicht, aber nicht wegen meiner eigenen Rolle. Nur ob alles auch tatsächlich funktioniert und klappt, so wie wir es geprobt haben. Aber eigentlich nicht. Ich habe mich sehr gefreut auf den Premiereabend und habe gehofft, dass alles rund läuft und wir alles gut vorbereitet haben. Vielen Dank, Frau Green, für Ihre Zeit. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg für das Musical. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem der nächsten Spieltermine von Dovevai. Wir haben die Premiere besucht und bieten euch hier eine exklusive Kostprobe. Ich habe das Geld. Nunu leiht mir 200.000 Euro. Ich kann es beginnen. Meinen Traum. Du riechst sehr grässlich. Bist du in ein Weinfass gefallen? Hab ich denn keinen Grund zu zweifeln an dir? Und wen kümmert, wie es mir geht? Es interessiert dich schon lange nicht mehr, was ich denke und fühle, warum auch immer. Manchmal wird der Körper krank, weil die Seele etwas anderes will. Ich hatte es vergessen, bis zu deinem Anruf. Ich wollte es vergessen. Sie meinen, es könnte sogar ein Tumor sein. Müssen wir denn wirklich so einen Aufwand machen? Also Großmama! Man wird doch wirklich nur einmal 80 Jahre alt. Das ist was ganz Besonderes. Es ist lange her. Ja, aber manche Dinge ändern sich nie. Für alle, die jetzt Lust auf das Stück bekommen haben, es ist noch nicht zu spät. Zückt euren Stift. Die nächsten Aufführungen sind am 18. und 19. November im Kulturhaus Neuperlach Zentrum und am 26. November im Kleinen Theater H. jeweils ab 20 Uhr. Weitere Infos zu Terminen und Reservierungen findet ihr unter facebook.com/dovevai-das-musical. Das war's für dieses Mal. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Woche.